im Koran steht, Frau und Mann sind vor Gott gleich. Die Frau im Islam. Unter dem Titel haben die SVP-Frauen am 12. Juni in Liestal eine Plenarversammlung abgehalten. Wenn man an Islam denkt, dann denkt man, als erstes kommt einem eigentlich eine verschleierte Frau in Sinn. Und genau wegen dem oder, finde ich das wichtig, dass wir wissen, warum und wieso ist das notwendig, müssen wir das tolerieren oder ist das eine falsche Toleranz, die wir ab und zu dem Glauben gegenüber tun, uns, verhalten. Die deutsche Islamwissenschaftlerin Dr. Gabriele Berra-Walbrecht hat in einem Vortrag über die Rolle der Frauen im Islam informiert. Es ist ganz wichtig, den Unterschied zu machen zwischen Muslimen, die eben an einen Gott glauben, die fromm sind, die um die Umsetzung des Korans im Alltag bemüht sind, das heißt ein Leben in Frieden, und zwischen den Islamisten, die die Religion pervertieren aus machtpolitischen Gründen und dadurch den Islam in einen Verruf bringen, den er eigentlich nicht verdient hat. Ganz konkret, was können wir tun bei uns in der Schweiz oder auch bei Ihnen in Deutschland, dass unsere Werte und Rechtsordnung nicht untergraben wird, weil es bilden sich jetzt Parallelkulturen? Ja, wir müssen die Forderung stellen, dass wer bei uns in einer Demokratie leben will, sich einer Verfassungstreue verpflichten muss. Und das heißt, es darf keine Ehrenmorde geben, es darf keine Zwangsheirat geben, es darf keine Genitalverstümmelung geben, auch nicht im Geheimen. Und es darf nicht ein Kopftuch an Schulen getragen werden, weil wir die Neutralität an den Schulen, an den Universitäten bewahren wollen. Und wir wollen unsere Demokratie erhalten und dürfen sie nicht durch islamistische Tendenzen aufweichen und aushöhlen lassen. Finden Sie es dann aber sinnvoll, wenn beispielsweise die Schweizer Außenministerin in die arabische Welt geht, weil sie sagt, ich will einen Dialog pflegen und selbst ein Kopftuch anzieht? Das Kopftuch ist kein Gebot im Islam. Es ist eine reine Freiwilligkeit. Und deshalb halte ich es für überflüssig, dass sich eine Außenministerin aus dem Westen ein Kopftuch anzieht, um eine Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Zur Diskussion steht im Moment ja auch die Minaret-Initiative, wo ein Verbot von Minaret in die Bundesverfassung schreiben. Religionsfreiheit ist unabhängig vom Bau von Moscheen mit hohen Minaretten. Wir geben damit Islamisten, die eine Machtdemonstration damit zeigen wollen, nur Raum. Und das ist unnötig. Zu dem Thema hat an der SVP-Frauenversammlung der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, Mitinitiant, ein Referat gehalten. Wir wollen einfach verhindern, dass die Islamisierung weitergeht. Und ich sehe einfach so, dass das Minarett, Muezzin, Scharia in einem Zusammenhang steht. Und das Schlimmste von diesen drei Sachen ist natürlich Scharia, also das islamische Recht, sogenannte Parallelgesellschaften und so weiter. Und wenn wir das verhindern wollen, müssen wir zuerst, jetzt an erster Stelle, das Minarett verbieten, respektive gar nicht zulassen in unserem Land, weil es gehört ja gar nicht in unsere Breitengrad. Noch hat sich die SVP nicht entschieden, ob sie die Ja-Parole zur Minarett-Initiative fassen will. Nach dem Vortrag «Die Frau im Islam» ist das Thema der SVP-Frauen intensiv diskutiert worden. Ich bin ja also wirklich für Trennung von Kirche und Staat und ich möchte nicht, dass eine Religion jetzt einfach über das gestellt wird und nachher das Recht zu gelten hat, wo der Islam möchte. Das kann nicht zutreffen für ein freies Land, wie es unsere Schweiz ist. Ich denke, ich habe sehr viel gelernt davon und werde auch besser können argumentieren, jetzt auch gerade mit dieser Initiative, Verbotsinitiative Minarett. Heute so ein bisschen den Eindruck gehabt, die SVP-Frauen werden die Minarett-Initiative befürworten. Ist der Eindruck richtig? Ja, selbstverständlich. Und wir wissen eben, warum. Und das ist das, das wäre unsere Botschaft. Frauen in Kraft für Frauen, die vielleicht noch zu schwach sind, dass sie sich selber wehren können.